Das Volk Israel war in der Wüste schon so lange unterwegs gewesen. Und jetzt endlich war der Punkt gekommen, dass sie das, was Gott ihnen versprochen hatte, einnehmen sollten. Als erstes schicken sie Kundschafter aus und von ihnen kommen die Kundschafter zurück und sagen: In unseren Augen sind wir wie Heuschrecken und das sind wir auch in ihren Augen. Der Grund, weshalb Israel sich fürchtete, gegen dieses Volk in dem verheißenen Land aufzustehen und zu kämpfen, war der, dass sie in ihren eigenen Augen sich als so klein, als so ohnmächtig, als nicht fähig, als wirklich ganz, ganz klein empfunden haben. Sie haben sich selbst als die empfunden, die nicht in der Lage sind, gegen einen Feind aufzustehen, noch gegen ihn zu kämpfen, noch ihn zu besiegen. Josua und Kaleb waren Glaubenshelden. Von ihnen sprechen wir noch heute. Ihre Namen sind uns bekannt als die, die gesagt haben, wir können es schaffen, weil Gott an unserer Seite ist. Wir können es schaffen, wir können den Sieg haben, weil Gott hat die Verheißung gegeben. Diese Geschichte hat mich ganz neu bewegt, weil es oft so ist, dass wir in unserem Leben, in unseren Herausforderungen, in unseren Schwierigkeiten, in den Attacken, die der Feind gegen uns auffährt, in diesen Dingen sind wir oft in unseren Augen klein, schwach, unfähig, und nicht in der Lage, gegen diesen großen Feind anzutreten, noch gegen ihn zu kämpfen, noch in der Überzeugung, dass wir ihn besiegen könnten. Aber das ist nicht so. Wir müssen uns in diese Vision von Josua und Kaleb wieder ganz neu hineinbewegen. Wir müssen diesen Glauben fassen an unseren großen Gott, der an unserer Seite ist, der für uns kämpft, der mit uns auf dem Kampfesweg ist und der uns Sieg geben wird. Die Verheißungen in der Bibel sprechen für uns. Der, der in uns ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Der in dir ist, ist größer als der, der dir gegenübersteht. Größer als die Attacke, größer als die Bedrängnis, größer als die Herausforderung. Fass das mit deinem Herzen ganz neu, dass du sagst, ich will Glaubensheld sein wie Josua und Kaleb. Später lesen wir, dass Gott zu Josua spricht, fürchte dich nicht vor ihnen, denn in deine Hand habe ich sie gegeben. Kein Mann von ihnen wird vor dir standhaben. Fürchte dich nicht. Das ist eine grundsätzliche Überzeugung, die wir ganz tief in unserem Herz fassen müssen. Fürchte dich nicht. Ich bin mit dir. Ich gehe mit dir, sagt der Herr. Auch gerade heute, durch diese Bedrängnis, vielleicht vor dem, wo du wirklich sagst, ich weiß nicht, das scheint mir so groß und mächtig. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Sehe dich selbst stark, weil Gott in dir lebt und weil er den Sieg für dich vorbereitet hat. Gott hat mehr für dich.